guten Morgen. Hallo aus Saragossa. Gestern nach unserem Wüstenbesuch sind wir nur mehr etwa 60 Kilometer gefahren bis zu diesem tollen Stellplatz, den die Stadt Saragossa hier anbietet. Ist kostenlos, bietet das volle Fähr- und Entsorgungsprogramm und hier waren wir für die Nacht gut aufgehoben. Eigentlich wollten wir abends noch in die Stadt, um was essen zu gehen, aber mir ist es echt nicht gut gegangen. Also die letzten Tage haben jetzt irgendwie zu Verschleißerscheinungen geführt, zu wenig Schlaf, zu viel kalte Luft. Ich habe mich echt kränklich gefühlt. Ja, und dann haben wir stattdessen einen großen Topf Tee gekocht, den getrunken. Ich habe mich ins Bett gelegt und dort den ganzen Abend verbracht. Interessant. Komplett zerbröselt. Wie zum Teufel ist das passiert? Den Bus haben wir seit August 2018. 3,5 Jahre. Ich habe mir mehr von der Qualität erwartet. Dabei ist der Griff kaum genutzt worden. Mal ausgeschlafen heute und heute geht es schon viel besser. Jetzt holen wir dann den Stadtbesuch aber nach. Wir haben gerade die Fähr- und Entsorgung noch erledigt, damit wir uns danach nicht anstellen müssen. Jetzt um die Mittagszeit ist gerade nichts los hier am Stellplatz. Und jetzt nehmen wir die Straßenbahn, fahren einmal in die Stadt, schauen, was wir so sehen. Wie üblich bei uns, ungeplant und ohne große Organisation. Wir haben keine Liste an Sehenswürdigkeiten, die wir abhaken wollen, sondern wir schauen uns einfach nur mal die Stadt an und zeigen euch, wie es dort so aussieht. Saragossa ist jetzt nicht unbedingt eine Touristenstadt. Man kennt sie von der Durchfahrt nach Madrid, aber irgendwie ist sie nicht so richtig am Touri-Radar und uns ist es wie immer egal, wir schauen trotzdem hin. Na dann, los geht's. Gehen wir's an. Typisch für unser Glück, kaum sind wir angekommen, da regnet's. Schon wieder. Aber das macht nichts, weil wir gehen Kaffee trinken. Es hat jetzt nur circa eine Viertelstunde gedauert, hier mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum zu fahren. Aber Tipp für euch, wenn ihr das auch machen wollt. Und wenn ihr in der Mitte des Straßenbahnwaggons seid, fangt zwei Stationen vor eurer Aussteigestation an, zum Ausgang zu drängen, sonst habt ihr keine Chance, da rauszukommen. Wir haben unsere Station eigentlich verpasst, weil man tut nicht drauf schauen, dass alle ausgestiegen sind, bevor man ins Straßenbahn eindrängelt. Und das sorgt für eine Menge Chaos. Also wir waren zu spät. Man müsste da zwei Stationen vor der Aussteigestation beginnen, zum Ausgang zu drängen, sonst hat man keine Chance rauszukommen. Jetzt flüchten wir vom Regen, es gibt erstmal Kaffee. Das war ein echt guter Kaffee. Ich glaube, der beste der Reise, oder? Zumindest bei den Top 3 dabei. Ja, bei den Top 3. Aber wie ihr seht, auch in Spanien ist es nicht immer warm und wir sind nicht mehr sonderlich weit südlich. Saragossa ist schon eher im Winter angekommen, oder? 9 Grad, es ist nicht mehr sehr gemütlich draußen und glücklicherweise hat der Regen wieder aufgehört. Wir schauen jetzt, was es so gibt und dann geht es zurück in den Camper und auch schon wieder weiter. Es wird ein ultra Kurzbesuch von Saragossa.
Hier gibt es mehr zu sehen, als wir dachten. Viel Historisches, viele Überbleibsel aus der Römerzeit. Nur leider wettertechnisch ist das heute gar nichts. Jetzt werden wir es dann leider bleiben lassen, denn es ist unangenehm im ständigen Nieselregen. Und ja, wir suchen uns jetzt die nächste Straßenbahn und dann geht es zurück zum Stellplatz. Und dann weiter an die Küste, denn hier hängt das Zerregen für die nächste Woche fest. Wir flüchten an die Küste, dort soll es halbwegs sonnig sein. Zwar auch wechselhaft, aber besser wechselhaft mit Sonne und Trockenphasen als nur Dauernieselregen. Willkommen in Jeda! Die nächste untouristische Stadt, die wir kurz besichtigen. Warum wir hier gelandet sind, hat aber mit unserem gestrigen Abend zu tun. Der war alles andere als geplant. Abenteuer pur! Wir waren auf der Suche nach einer Lavanderia. Und so schwierig war es noch nie wie gestern. Die ersten zwei haben keinen Parkplatz für uns gehabt. Wäre unmöglich gewesen, dort stehen zu bleiben mit dem Camper. Es waren schon die Spanier in zweiter und dritter Reihe geparkt. Gerade so, dass wir aus diesen Gassen wieder rausgekommen sind. Dann sind wir extra 10 Kilometer in die falsche Richtung gefahren, weil wir dachten, in so einem kleineren Ort wird es leichter sein zu parken. Was war dann? Das war belegt. Es waren zwei Jugendlichen in der Lavanderia, die alle drei Waschmaschinen belegt haben. Die hatten ganz große Säcke voller Wäsche. Also wahrscheinlich. So, der große Studentenwaschtag. Da wollten wir eigentlich einen Waschsalon kurz vor Jeda anfahren, waren bis auf 5 Kilometer dran und dann war genau unser Autobahnabfahrt mit einem brennenden LKW gesperrt. Da war keine Chance vorbeizukommen. Wir hätten dann über 30 Kilometer Umweg fahren müssen, was natürlich auch unsinnig ist. 30 Kilometer wieder in die falsche Richtung zurück. Dann sind wir deshalb. Ich habe nach dem nächsten Waschsalon gesucht. Und das war dann eben hier in Jeda. Nein, das ist der zweite geworden. Der erste war zwar auf der Google Maps eingetragen, war aber nirgends zu finden. Genau, den gab es nicht mehr. Der hat nicht existiert, nicht mehr existiert. Google Maps meinte, das Ziel befindet sich links. Und da war absolut gar nichts. Und ja. Schlussendlich sind wir dann eben in Jeda gelandet, haben einen Waschsalon gefunden. War zwar auch mitten in der Stadt, aber wir konnten dort sogar parken. Jeda hat 130.000 Einwohner, also es ist von der Stadtgröße her noch handelbar. Bei dem letzten Waschsalon, das war der 5. oder so, haben wir endlich Glück gehabt. Aber da habe ich mit der Waschsalonleitung telefonieren müssen, weil das war ein System, wo man gleich nach der Bezahlung die Maschine aktivieren muss. Und ich habe 10 Minuten gebraucht, um die Wäsche reinzuladen. Und dann ist die Maschine wieder deaktiviert worden. Hallo. Hallo. Alles erledigt? Sogar gefaltet. Ja, und dann haben wir das geschafft und dann war es aber schon 23 Uhr oder nach 23 Uhr und dann wollten wir nicht mehr weiterfahren und haben uns einen Parkplatz gesucht. Habt ihr schon mal an einem Gefängnis übernachtet? Wir schon. Wir können jetzt sagen, die Nachbarn, die benehmen sich recht gut, keine Probleme. Und jetzt, wenn wir schon mal da sind, schauen wir, was jeder so zu bieten hat. Ja. Und da hört ihr, wie die Euler den ganzen Tag mit mir schimpft. Jada, jada, jada. No. Ja, schön sonnig, es wird wieder warm. Es ist kalt hier oben am Turo de Jeda auf diesem Burghügel
bzw. Kathedralenhügel. Da bläst ein kalter Wind und wir werden jetzt schauen, dass wir bald wieder runterkommen. Es ist sehr schön hier in der Stadt, gefällt uns sehr gut. Die Stadt ist eine sehr alte und sehr historische. Leider war sie im Laufe der Geschichte auch Schauplatz unzähliger Kämpfe und das hat zu viel Zerstörung geführt. Und deswegen sind viele der alten Gemäuer heute nicht mehr so gut erhalten. Hier hinter mir, auf diesem Hügel in der Ferne, da gäbe es eine Tempelritterburg aus dem 12. Jahrhundert zu besichtigen. Und hier sind wir jetzt bei Seovea, der Kathedrale von Jeda. Das war sie aber nicht immer im Laufe der Geschichte, sondern sie wurde über Jahrhunderte als militärisches Gebäude zweckentfremdet und das hat zum Verfall des Gebäudes geführt. Generell hat Jeda, wie gesagt, eine sehr interessante Geschichte. Es gab hier einen Konflikt zwischen den Königreichen von Katalonien und Aragon und den übrigen spanischen Königreichen. Die spanischen Königreiche wollten als Nachfolger für den verstorbenen spanischen König, der seine Nachfolge nicht geregelt hatte, einen französischen König, und Katalonien und Aragon wollten einen österreichischen Herrscher. Und das führte wieder zu jahrelangen Kämpfen, wo viel zerstört wurde. Am Ende haben Katalonien und Aragon verloren und das führt bis zum heutigen Tag zu Konflikten bezüglich der katalonischen Unabhängigkeit. Am selben Hügel wie die Seovea findet ihr auch dann das Castell del Rey und damit habt ihr dann die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Jeda auch schon abgehakt. Wobei eines gibt es schon noch, nämlich wieder einen tollen Blick auf die Pyrenäen da im Hintergrund, und wenn man den Schnee auf den Gipfeln sieht, dann weiß man auch, wo die Kälte herkommt. Hier schirmt die Kirche den Wind schön ab und auf einmal ist es richtig angenehm und warm in der Sonne. Ich habe jetzt eine schöne Hutfrisur. Hier gäbe es eine Bar, sieht aber geschlossen aus und wir wollen ohnehin zurück runter in die Stadt, denn dort spielt sich das spanische Leben auch bei diesen Temperaturen ab wie immer. Alle sitzen auf den Plätzen und genießen die Sonne und das wollen wir jetzt auch mitmachen. Genau. Mit dem Castell del Rey und der Seovea haben wir, wie gesagt, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Jeda bereits abgehakt. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt fertig sind, denn es soll noch eine schöne Einkaufsstraße geben, wo viele Geschäfte in alten Gemäuern untergebracht sind. Und das sehen wir uns natürlich auch noch an. Wer glaubt ihr, freut sich schon drauf? Hier haben wir noch Reste der alten Medina. Gestern haben wir einen Top-3-Kaffee der Reise bekommen. Heute war es der beste. Das war der Top-Kaffee. Eine unbedingte Empfehlung. Wie hat das Kaffee geheißen? Das Suno, so irgendwas. Packen wir einen Link. Genau, so machen wir es. Wir packen einen Link in die Videobeschreibung. Und dort gibt es den besten Kaffee und der Kuchen war auch super. Also, wir sind versorgt. Da sind wir wieder. Fazit zu Jeda. Schön, vielfältig. Und natürlich keine für den Tourismus herausgeputzte Stadt, sondern eine echte. Es ist wirklich interessant, diese kulturellen Unterschiede zu merken. Es ist ganz anders als im Süden von Spanien und erinnert uns an Barcelona, denn wir sind ja hier wieder in Katalonien und das merkt man einfach und ich kann jetzt gar nicht so genau den Finger drauflegen, woran. Ja, viel haben wir gesehen. Ich bin total müde. Meine Uhr meint 13.000 Schritte.
schon erledigt. Und dafür, dass es eigentlich keine touristische Destination ist, gibt es dann doch einiges zu sehen. Und jetzt schwingen wir uns in den Camper. Es geht weiter in Richtung Barcelona an die Küste. Wir müssen leider nach Hause. Ollas Lieblingsbeschäftigung, Zwiebel schneiden. Das macht mich so emotional, ich weine gleich. Sollen wir was essen? Der Eintopf ist fertig. Jetzt wird es ausgeteilt. Mahlzeit! Schmeckt? Mhm. Schmeckt gut. Olli, wo wirst du sitzen? Ja, ich muss mal meinen Platz zuerst mal befreien. So viel Chaos schon wieder. Ja, aber wirklich. Und habt ihr genug Platz in euren Wohnmobilen? Aber ehrlich. Guten Morgen, wir haben hier sehr gut geschlafen. Das ist ein offizieller Stellplatz, den hier eine kleine Gemeinde nahe Barcelona anbietet. Und gestern, wie ihr gesehen habt, haben wir uns noch bis hierher gequält durch den Rush-Hour-Verkehr rund um Barcelona. Das war nicht sehr entspannend, sehr, sehr viel Verkehr. Aber wir haben es geschafft und sind jetzt wieder im schönen Wetter. Es ist halbwegs warm, zumindest braucht man keine Kopfbedeckung mehr. Und wir fahren jetzt weiter an die Küste und genießen dort noch unseren letzten Tag in Spanien. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Unterstützern bedanken. Danke, dass ihr uns helft, diese Videos zu erstellen. Falls auch dir unsere Videos gefallen und du uns dabei unterstützen möchtest, findest du die Links dafür unter dem Video. Wir waren jetzt etwa zwei oder über zwei Stunden unterwegs, immer an der Küste entlang, auf der Suche nach einem schönen Parkplatz. Das war das Problem, irgendeinen Parkplatz hätte man schon gefunden. Ein schöner Parkplatz war Mangelware und dort, wo es einen Parkplatz gab, da wollten wir dann nicht stehen bleiben. Da lagen Scherben am Boden und generell ist diese Küste ja, was die Kriminalität angeht, nicht so ohne. Und wenn wir dann mal was fanden, dann passte der Ducato leider nicht in die blauen Markierungen an der vielbefahrenen Straße. Zurück im milden Mittelmeerklima. Schon ganz angenehm. Dann wieder versuchten wir zum Strand zu gelangen. Aber ein Einbahnsystem erlaubte es uns nicht. Ja, jetzt haben wir schlussendlich in einem Ferienort, wo sich ein Hotel ans andere reiht, was gefunden, denn da ist schon alles geschlossen. Auch die Campingplätze, an denen wir jetzt vorbei sind, die sind schon alle zu. Dementsprechend stört es jetzt niemanden, wenn wir hier sind, ist allerdings jetzt etwas zu spät. Die Sonne hat sich gerade hinter einer Wolke versteckt. Ob wir sie nochmal sehen? Schauen wir mal, wir machen jetzt Pause. Fischbrötchen, fast wie in Norddeutschland. Diesmal selbst gemacht. Ich muss noch ein Video schneiden und das in Spanien hochladen, denn sobald wir in Frankreich sind, haben wir zu wenig Daten dafür. Wenn ich das nicht schaffe, gibt es am Sonntag kein Video. Das ist dann wohl einer unserer letzten spanischen Sonnenuntergänge. Auf geht's in Richtung Frankreich. Entweder heute noch oder morgen über die Grenze. Dort hängt allerdings der Regen, also es zieht mich nicht unbedingt dorthin. Mal schauen, wo wir schon wieder stoppen. Und sind wir in Frankreich oder in Spanien? Dreimal dürft ihr raten. Wir konnten uns noch immer nicht losreißen.
Der Grund war der, dass heute schon den ganzen Tag Regen in Frankreich angesagt war, während es in Spanien noch sonnig sein sollte den ganzen Tag. Wir haben uns jetzt mit den Campingarbeiten wieder zu viel Zeit gelassen und bis wir jetzt zur Stadtbesichtigung kommen, sind die Wolken leider auch in Spanien angekommen. Wir sind hier im kleinen Ort Peralada. Hier sollte es einen offiziellen Wohnmobilstellplatz geben. Allerdings haben wir heute früh festgestellt, dort wo wir uns gestern zu den ganzen anderen Wohnmobilen geparkt haben, ist gar nicht der offizielle Stellplatz. Der offizielle Stellplatz ist nämlich von der Polizei lokal gesperrt. Warum? Steht dort leider nicht. Auch die Ver- und Entsorgungsstation funktioniert nicht. Da müssen wir uns was anderes suchen. Trotzdem haben wir gut geschlafen. Wir wussten ja nicht, dass wir 100 Meter neben dem offiziellen Stellplatz parken. Und jetzt sehen wir uns den Ort kurz an. Ich war gestern Nacht schon kurz im Ort. Sieht sehr schön aus, viele gute Lokale. Eine Festung gibt es oben auch. Und ganz kurz machen wir einen Rundgang. Und dann müssen wir aber wirklich weiter nach Frankreich. Schön war der Ort, aber er ist auch klein und es ist wenig los und deswegen ist man da gleich damit fertig. Und für uns heißt es jetzt wirklich Goodbye Spanien. Jetzt haben wir keine Zeit mehr, haben es bis zur letzten Sekunde ausgekostet und jetzt müssen wir wirklich Strecke machen, müssen leider Südfrankreich auch ziemlich auslassen. Also wir haben jetzt 3,5 Tage, bis wir wirklich zu Hause sein müssen. Wir müssen es auch ein wenig timen, denn zu Hause gibt es Schnee. So, jetzt war die Speicherkarte voll und ich habe jetzt keine Lust mehr, mich wieder eine halbe Stunde hinzusetzen und die zu leeren und die Dateien zu verschieben. Deswegen geht es jetzt mit dem Smartphone weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diesen Qualitätssprung nach unten. Ja, ein kleines Problem haben wir reifentechnisch und wir müssen es timen, wann wir nach Hause kommen. Es gibt ausnahmsweise im Dezember schon Schnee und wir sind mit Sommerreifen unterwegs. Das sind ja Allwetterreifen, oder? Naja, es sind Sommerreifen mit M&S-Kennzeichen, was uns jetzt rechtlich auch ein wenig schützt, denn so sind wir von der neuen französischen Regelung, dass man Winterreifen in bestimmten Departements braucht, nicht betroffen. Wir hoffen, es geht gut. Ein wenig Bammel habe ich vor Österreich, da soll es auch nächste Woche wieder minus 10 Grad haben. Müssen wir mal schauen. Wir riskieren nichts. Also wenn es von den Fahrbahnverhältnissen irgendwie kritisch sein sollte, dann werden wir den Camper stehen lassen, das entweder aussitzen, uns abholen lassen oder sonst was. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir jetzt einfach problemlos heimfahren könnten. Wie viele Nächte haben wir über? Auf morgen, auf übermorgen, auf überübermorgen. 3 Nächte. Und vielleicht auch so viele Länder zum Durchreisen. Wir haben noch Frankreich, Italien vor uns und falls wir Monaco besuchen, sind das 3. Ja, müssen wir schauen, was wir streckentechnisch schaffen und wo wir dann halt einen passenden Stellplatz finden. Wir steuern jetzt in Spanien noch einmal eine Ver- und Entsorgungsstation an. Diese ist wie gesagt gesperrt, jetzt haben wir kein Wasser und die Euler möchte duschen und da gibt es kurz vor der Grenze noch eine tolle Tankstelle, wo man alles erledigen kann. Tanken, Duschen, Ver- und Entsorgung und so weiter. Und das werden wir jetzt noch einmal auskosten. Und dann geht's nach Frankreich. Der Preisunterschied für Diesel ist enorm. In Spanien kostet es ungefähr 1,25 Euro. In Frankreich ist es eher so 1,45 Euro. Jetzt gehen wir es aber an. Los! Ja, hasta luego. Hasta luego, España. Hasta la próxima. On va vers la France. So, wir waren jetzt bei dieser Tankstelle hier im letzten Ort vor der französischen Grenze. Habe ich schon mal im TV gesehen. Bei der Reportage, die ich damals gesehen habe, ging es um ein Problem mit Prostitution, das dieser Ort hat. Ist eigentlich nicht erwünscht seitens der Stadtverwaltung, aber sie werden es halt nicht los. Meine rosa-rote Brille ist los. Ich habe mir gedacht, die Damen an die Straßenrand haben für Instagram-Fotos Posen gemacht. Ja, mit dem Hintern auf der Straße. Aber für uns das Gute, es gibt eben viel Angebot für die Trucker und die Euler ist jetzt frisch geduscht und viel happier als vorher. Ja, jedenfalls haben wir jetzt leider irgendwie das falsch getimed.
Kaum wollten wir losfahren, sagt uns das Navi, eine Stunde Verzögerung auf der Autobahn wegen eines Unfalls. Und wir haben gedacht, ja okay, wir haben noch 1500 Kilometer vor uns, der Unfall ist wahrscheinlich irgendwo, wo wir heute ohnehin nicht mehr hinkommen. Nein, wo ist der Unfall? Direkt vor uns. Jetzt müssen wir erst schauen, ob wir das jetzt aussitzen oder umfahren oder was wir machen können. Läuft semi-gut, aber die Eula ist gut gelaunt dank der Dusche, also ist auszuhalten. Bye! Wir warten so lange wir können, aber der Stau hat sich noch immer nicht ganz aufgelöst. Etwas über eine halbe Stunde verlieren wir und versuchen dann herauszuholen, was an diesem Tag noch geht. Doch weit kommen wir nicht. Testweise verlassen wir die Autobahn an der ersten Ausfahrt, um herauszufinden, was uns das kostet, und werden mit 30 Euro gleich mal ziemlich abgezockt. Wir bleiben nun also auf der Route National. Ja, alles geht einmal zu Ende, selbst diese Reise. Wir verlassen Spanien, begeben uns nach Frankreich und durchqueren Frankreich in einem Tag. Blöde Idee, ja, aber es hilft nichts. Ob wir trotzdem was Schönes erleben, erfährst du im nächsten Video. Einstweilen gibt es viele weitere Reisevideos in unserer Playlist. Bis zum nächsten Mal.